Bücher, Freunde. Herzlich willkommen beim 21. Türchen meines Bücher-Jahres-Highlights-Adventskalenders. Heute mit einem Buch bzw. einer Reihe, die ich in diesem Jahr gereadet habe. Und der dritte Teil ist frisch erschienen und ist deswegen jetzt auch ja, optisch gelungen hier in diesem Video integriert. Wobei ich merke, es glitzert und flimmert doch ganz schön durch dieses metallische Cover. Ich hoffe, dass ihr es einigermaßen seht. Es geht, wie sollte es anders sein? Ich habe die letzten Wochen gefühlt von nichts anderem gesprochen. Es geht um Size von Neil Schusterman. Alle drei Teile sind jetzt erschienen. Der finale Band ist nun das Vermächtnis der Ältesten und ich habe alle drei Bänder abgöttisch geliebt. Ich habe tatsächlich kein einziges dieser Bücher gelesen, sondern habe sie mir ja alle vorlesen lassen von Thorsten Michaelis und auch hier eine große, große, große Empfehlung für diesen Hörbuchsprecher, für die Hörbücher zu Size, denn die sind einfach der Hammer. Ich habe mich unfassbar gefreut auf den dritten Teil. Vor 1,5 Jahren ist der zweite Teil rausgekommen. Ich habe Neil Schusterman letztes Jahr auf der Leipziger Buchmesse kennenlernen dürfen und diese Geschichte ist einfach der Hammer. Wir haben hier eigentlich eine Utopie, die aber doch irgendwie eine Dystopie enthält, denn die Geschichte geht um die Size, um eine Art Gilde, die den Tod bringen, denn wir sind in der Zukunft und es gibt eigentlich keinen Tod mehr. Es gibt kein Älterwerden mehr, es gibt kein Krankwerden mehr, alle Verletzungen können geheilt werden. Und ja, man kann zwar irgendwie todesgleich sein, aber in der Regel wird man wieder hergestellt, man kann sich jünger machen lassen. Doch die Sais müssen dafür sorgen auf dieser Welt, dass dennoch gestorben wird. Und sie lesen nach. Und die Geschichte beginnt mit zwei Jugendlichen, die uns durch die ganzen Teile mehr oder weniger begleiten und uns davon erzählen. So eingeschränkt sage ich das nicht, weil irgendwas mit den Charakteren jetzt passiert oder nicht. Oder ich das nicht, nein, möchte ich natürlich nicht spoilern. Aber wir haben noch andere Perspektiven, die uns diese Geschichte erzählt. Deswegen sind eben die von zu Beginn nicht die einzigen oder bleiben die einzigen, sondern die Perspektivwechsel werden gefühlt pro Band auch immer mehr. Wir sind in dieser Welt und treffen eben auf diese Size, auf diese Gilde, die sich auch nochmal ein bisschen unterscheidet in die einen, die so ein bisschen ja, traditioneller unterwegs sind, die nicht gerne töten und die neueren, die eben sagen, wir sind etwas Besonderes, wir sind unsterblich und wir haben im Grunde den Tod in der Hand und für uns gelten dann eben andere Regeln. Und unsere Jugendlichen zu Beginn des ersten Teils gehen dort in die Ausbildung zu einem Size und ja, lernen sich da kennen. Sie verbindet eine tiefe Freundschaft. Und irgendwann ja, fällt aber so diese bekannte Welt irgendwie auseinander und ja, die Dystopie ist sozusagen am Laufen. Es ist eine grandiose Welt, die Neil Schusterman geschaffen hat. Es ist für mich nicht ein klassisches Jugendbuch, es ist für mich schon eher junger Erwachsener. Ja, ich sag mal, ab 16, glaube ich, ist die Geschichte doch vom Alter her auf jeden Fall geeignet. Es ist an mancher Stelle sehr brutal, es ist viel, worüber man nachdenken kann, worüber man nachdenken muss. Es ist keine Geschichte, die man einfach weghört, die man einfach wegliest, sondern in der man wirklich intensiv drin bleibt. Der Schreibstil ist packend, fesselnd, bildhaft, mitreißend, überraschend und sie zieht einen förmlich in die Geschichte rein. Ich habe den ersten Band unfassbar geliebt. Als ich dieses Buch gelesen habe, war das gefühlt mit meiner liebste Dystopie, die ich überhaupt je irgendwie, irgendwann, irgendwo gelesen habe und ich war fasziniert, was Neil Schusterman hier mit den Size erschaffen hat, was für eine Welt er erschaffen hat, welche Charaktere da sind, wie bildhaft, realistisch und nahbar die sind und trotzdem so anders und manchmal auch wirklich brutal eklig und trotzdem waren sie großartig. Sie waren tiefgründig und man hatte Dialoge, man hatte Gedanken und eine Welt, die eigentlich perfekt ist, aber es dann dennoch doch nicht ist. Man hat im Hintergrund das große, allwissende, künstliche Intelligenz, den Thunderhead, und der sich in manche Dinge einmischt, besonders in die Dinge der Lebenden, aber nicht in die Dinge der Size und des Todes. Und das ist eine Wahnsinnsidee, die gefühlt eigentlich gar nicht so spektakulär klingt, wie sie dann wirklich umgesetzt wurde von Schusterman und er hat die Geschichte unglaublich geil weitergeführt in Band 2. Und was habe ich mich gefreut auf Band 3. Habe das Gefühl dann auch weggesuchtet über das Hörbuch. Ich bin fasziniert davon, wie er die Geschichte weitergesponnen hat, wie er sie beendet hat. Der dritte Teil war für mich tatsächlich, ich sag mal mit so einem Viertelsternchen-Abzug, tatsächlich ein bisschen am schwächsten, und das ist echt jammer auf hohem Niveau, denn mir wurden es fast zu viele Perspektiven. Ich weiß, das fanden viele wieder mega, wie unterschiedlich diese ganze Welt erzählt wurde durch die vielen Perspektiven. Ich hätte mich auf eine Einschränkung auf maximal 3-4 Perspektiven, glaube ich, doch mehr konzentrieren können, weil man nicht dann so immer dabei sein muss, oh, wo war der gerade, wo stand der, wo bin ich, wer bin ich und wieso bin ich. Aber das ist wirklich
jammern auf höchstem Niveau, denn diese Trilogie gehört für mich mit zu den besten Reihen, die ich in meinem Leben gelesen habe. Einfach Hammer, Hammer, Hammer. Neil Schusterman, wann landet auf meinem Thron der Autoren, von denen ich gefühlt noch ganz, ganz viel lesen möchte. Ich habe ja schon auch mit der Vollendet-Reihe angefangen. Dieses Jahr habe ich auch schon hier im Adventskalender Dry mit seinem Sohn, was er geschrieben hat, vorgestellt. Ich bin begeistert, ich bin geflasht, ich bin hin und weg und ich freue mich so, dass es hier eine Verfilmung geben wird und bin mega, mega gespannt, ob das eine Serie wird, ein Film wird oder was auch immer. Grandiose Buchreihe und ich muss mich ja kurz fassen, deswegen glaube ich, habe ich jetzt genug geschwärmt. Absolute Empfehlung, wer Dystopien mag, wer Utopien mag, wer eine Mischung aus beiden liebt, der ist bei der Size-Reihe von Neil Schusterman absolut richtig und alle drei Teile sind da und können nun eben auch direkt hintereinander weggelesen oder auch weggehört werden. Und ja, das war's nun, das 21. Türchen. Nicht mehr viele Türchen sind jetzt da, so kurz vor Weihnachten. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Macht's gut!